Ich bin Neoblade. Ich bin immer noch bei meinem Schüler KampfQ. Ich hoffe, dass die Videos irgendwie zueinander gruppiert werden können. Oder eine Playlist werde ich machen. Ja, ich mache mir so viel Arbeit mit dir, KampfQ, weil ich extrem enttäuscht war, was deine Replays betrifft. Und deswegen will ich dir natürlich auch sagen, wie man es besser machen kann. Ich werte hier mit SC2 Gears etwas aus, das auch jeder Spieler kontrollieren kann, einfach um zu schauen, was man da noch verbessern kann. Ich kontrolliere als Zerg über die sogenannte Map View, Map Image und Hot Points kontrolliere ich, wo habe ich hingeklickt. Und dann sieht man hier, dass du relativ viel hier so in dem Bereich geklickt hast, dein Gegner auch. Dann hier so ein bisschen. Das konzentriert sich auch auf den Gegner. Aber ansonsten ist hier auf der Karte relativ wenig blau. Hier unten sind relativ viele Overlords wahrscheinlich. Hier steht einer. Aber die Watchtower sind jeweils nur einmal genommen worden. Das war ja auch ein Problem. Und im Zuge dessen zeige ich einfach mal mein Spiel. Ist jetzt auch nicht viel wilder. Aber man sieht, dass ich die Watchtower dreimal genommen habe, angeklickt kontrolliert habe. Man sieht, dass ich meine Overlords gespreadet habe. Hier war übrigens auch einer, das ist ein Bug in SC2 Gears. Hier waren zwei. Hier habe ich immer wieder die dritte gekillt. Ich bin hier rumgerannt, habe hier so ein paar Sachen gemacht, bin dann hochgerannt, habe Arbeiter getötet und so weiter. Und habe hier auch mehr Punkte als du. Also gerade diese Punkte hier sind sehr wichtig, um zu seine Angriffe zu scouten. Da gucken wir auch nochmal nach. Da sieht man, da wirst du wahrscheinlich mal hingeklickt haben, als du angegriffen hast oder als irgendwas passiert ist. Aber einen Link vor seiner Rampe hast du definitiv nicht. Und er cleart das. Also hat er ja auch mal runtergeguckt und geschaut. Und gut, da habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich gegen eine CPU gespielt habe. Aber. Okay, also das ist, glaube ich, schon noch ein etwas unterschiedliches Bild. Und hier der Overlord ist verloren gegangen. Gut, gut, gut. Den wichtigeren Faktor, den ich finde, ist der Unterschied in unseren Hotkeys. Da muss man dazu sagen, das muss ich von Zoom wieder zurückmachen. Ich habe hier einen Parsing-Error, sieht man hier unten auch. Und hier stoppt einfach das Replay. Das endet bei 14:17. Da kommt irgendwie SC2 Gears nicht mit klar. Und das sieht bei dir so aus. Ich habe auch noch mal meine MCL hier geholt, um zu gucken, wie das dann bei mir aussieht. Also auch die Hotkey Usage kann man für die MCL sehr gut benutzen. Hotkeys heißen auf Deutsch Steuergruppen, also das ist nach meinem Empfinden in SC2 Gears falsch benannt, weil es ja Steuergruppen und Hotkeys gibt, Control Groups und Hotkeys. Ich habe das für dich mal ausgerechnet, wie das aussieht. Neoblade Steuergruppen auf Tal'Darim 20 pro Minute. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen gespammt. Bei Archilon habe ich gar nicht gespammt, da habe ich mich nur darauf konzentriert, die Mental Checklist zu machen. Und da habe ich 13,5 pro Minute. Du hast 6,9 pro Minute. Das bedeutet, du hast die MCL quasi nicht angewendet. Kann man aus diesen Statistiken klar ablesen. So. Dann hattest du auch in deiner Mail schon geschrieben, Main Building Control. Tal'Darim, siehst du, habe ich einen Wert von 7,88, weil ich den sehr gut über die Mental Checklist kontrolliere. Meine Injections sind synchron, hier sind so ein paar Pausen zwischen, die sollten nicht sein, aber ich bin halt auch kein Profi. Wir schauen uns das Ganze auf Echelon Oasis an. Wie gesagt, wegen des Bugs, Parsing Error, hört das hier auf. Aber man sieht Injections synchron. Hier einmal vergessen, oder die Queen ist runtergerannt zur vierten. Und dann wieder absolut synchron. Auch hier Pausen dazwischen, aber bis 14:17 habe ich einen Injection Gap von 13,89, weil ich das über die Mental Checklist kontrolliere. Ist auch, also Corbin liegt zwischen 4 und 6, aber das ist für mich schon ein sehr guter Wert. So, schauen wir uns dein Spiel an. Main Building Control. Muss ich hier wieder den Zoom zurückstellen?
Und dann sehen wir hier 27,2. Asynchrone Injects. Dritte hier nicht injected. Dann wird die dritte injected, die anderen beiden aber nicht. Hier werden wieder beide injected, die dritte aber nicht. Ab hier wird synchron injected und danach wird alles vergessen. Kampf-Queue, ich sag's dir ganz offen, ich kann mit diesem Replay nicht zufrieden sein. Mit dem anderen war ich auch nicht zufrieden. Da wurdest du, hast du ein All-In abbekommen. Deswegen ist das ist absolut okay zu verlieren. Und für mich ist es auch überhaupt kein Problem, zu verlieren oder auch Fehler zu machen. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber das Replay, da passte vorne und hinten nichts. Und also es ist für mich schon extrem wichtig, dass die Leute sich A, selber Gedanken machen, aber wenn du deine BO veränderst oder eine BO, die von einem Grandmaster und von einem Master empfohlen werden, veränderst, dann möchte ich, dass du das mit mir absprichst und mir die Gründe dafür genau erklärst. Es sei denn, du willst einfach Spaß haben und mal irgendeinen Random Mist machen, aber dann darf ich diese Replays nicht kriegen. Sondern ich werde die Replays, die du mir besendest, immer so bewerten, als hättest du da A, das Beste gespielt, was du spielen kannst, und B, werde ich auch immer schauen, dass du das tust, was ich möchte. Beim Basketball, wenn ich als Trainer sage, wir spielen die Triangle Offense, dann spielt mein Team die Triangle Offense und dann wird nicht Pick and Roll gespielt. Also das ist halt, oder wenn ich beim Football als Footballtrainer einen Spielzug ansagen würde, dann kann sich der Quarterback von mir aus noch zwei aussuchen, aber dann wird erstmal die Offense gespielt und der Spielzug gespielt, den ich ihm sage. Ich bin der Coach und das bedeutet, es wird in die Richtung marschiert, in die ich sage, dass marschiert wird. Ansonsten bin ich als Coach sinnlos. Also von daher hoffe ich, dass du weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest. Aber ich erwarte ganz klar deutliche Verbesserungen, was den Okko-Style und den Okko-Cycle betrifft. Ich glaube, den Punkt habe ich jetzt mehrfach klar gemacht. Ich habe mir noch nie so viel Zeit für den Schüler genommen wie für dich. Ich hoffe, dass du das respektierst. Und ich habe das gemacht, weil ich wirklich sehr hart mit dir ins Gericht gehe. Dafür, also falls da irgendwelche Beleidigungen dabei war oder irgendetwas Unsachliches, entschuldige ich mich in aller Form dafür. Aber das hat mich so tief enttäuscht, dieses Replay, dass ich da einfach fassungslos vorsaß. Und man sieht an Mayday auch, den ich nicht coache übrigens, aber der mir super gute Replays eingesendet hat, dass es auch ganz anders geht. Aber okay, vielleicht hast du einfach eine super Erklärung dafür, warum du Speed irgendwann randommäßig erforscht, warum du keinen Overlord Speed erforscht. Ich habe Overlord Speed eben erforscht. Ich habe vergessen, mit dem Suicide Overlords zu scouten, habe den Dark Shrine nicht gesehen. Dafür habe ich ihm aber mit der Mental Checklist dreimal die Exe eingerissen. Dreimal. Und auch das ist natürlich ein Erfolg. Und das würde ich auch sehen, wenn es so einen Erfolg gibt. Aber den gab es nicht. Also ich habe keine Erklärung. Die habe ich einfach nicht. Ich hoffe, dass du verstehst, was ich von dir möchte und ich erwarte eindeutig mehr Ladder Games und eindeutig bessere Ergebnisse von dir. Eindeutig. Ich freue mich auf das nächste Coaching und hoffe, dass ich hier, das war das Beste, was ich hier abliefern konnte an Analyse und an Erklärungen und ich hoffe, dass du irgendwas davon mitnimmst. Bis zum nächsten Coaching.